Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Two Point Hospital. Wir haben immer noch diesen kleinen Patientenstau-Problem, wo sich das jetzt gerade beim Psychologen ein bisschen erledigt hat. Ich glaube, dass sie alle einfach nach da oben rennen. Ja, ich glaube, da habe ich recht. Ja. Wir haben jetzt noch 16 Patienten zu haben. Wir haben so viel Kohle, die kann man da irgendwie raushauen, ne? Ja, ein bisschen mehr Personal. Ein bisschen mehr Kudosch wieder einsetzen. Was haben wir denn so? Silberne Bank bringt irgendwas? Erhöht den Komfort. Bringt das was wahrscheinlich, oder? Die man dann braucht zum Glück noch nicht. Geschenkeladen. Diese Lags immer, das ist schon immer katastrophal. Zimmerbrunnen. Großer Brunnen. Wenn wahrscheinlich einen so einen Brunnen dahinstellt, der reicht das für das ganze Krankenhaus. Eine Tanne. Telefon. Bietet Unterhaltung. Ja komm, wir bauen uns überall so Telefondinger hin. Die müssen sie ja schließlich auch mal anrufen und sagen so, hey, ich bin im Krankenhaus. Kommt nicht besuchen oder auch nicht. Nein, kommt die bitte nicht besuchen. Wir haben hier schon genügend Probleme. Cool, da hat jemand seinen Körper verloren. Krankenpfleger zur Kardiologie, bitte. Ui, wir haben es geschafft. Aber ich möchte noch schauen, ob wir drei Geister schaffen. Ein Server, cool, muss gleich mal anschauen. Und alles upgraden. Ja, ich wollte mir den Server anschauen. Objekte, wo ist der Server? Hier wurde ein Server versprochen. Diese Werbeeinblendung wurde aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zwischen Radio Two Point da ist kein Server. Von Jumbo Nuts entfernt. Oh. Ja, dann leveln wir mal den hoch. Können wir es nochmal aufnehmen? Das. Okay, super. Mehr Two Point. Immer wieder. Das ist Radio Two Point. Ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich den ganzen Tag Radio Two Point hören würde. Ich würde schreiend aus dem Raum rennen. Dauerhaft. Ich würde einfach schreiend dann da und wegrennen. Oh, wir haben ganz viele Meldungen. Disco-Fieber, ja. Heile 10 Patienten. Disco-Fieber. Ich glaube, ein bisschen Motivationstraining würden unseren Leuten nicht schaden. Ich habe mir gerade so überlegt, so, wann lade ich das ganze Zeug eigentlich hoch? Und ist mir eingefallen, so morgen Nachmittag habe ich doch bestimmt Zeit. Wir haben gerade sehr viele Karriereziele erreicht. Immer noch sehr stressig. Da ist jetzt ein Geist. Jetzt wirklich. Bescheuert. Ich glaube, wir brauchen ein paar Hausmeister. Kann vielleicht jemand Geister fangen? Ja, nein, vielleicht. Da vorne ist jetzt kein Stress, oder? Nee. Wir stellen trotzdem an. Bob, einmal drei. Auch vollautomatisch. Wo ist der? Automaten müssen manuell aufgefüllt werden. Kann man noch irgendwas upgraden? Flüssigkeitsanalyse macht man. Ja, haben wir leider nicht geschafft, jetzt auch erwartet. Wie läuft's mit unserem Disco-Fieber? Stehen da ja gnadenlos an. Schade. Bräuchten vielleicht da ein bisschen Krankenhausattraktivität. So ein paar Blümchen. Mehr Blümchen für die Welt.
Alles ist verblümchend. Schön. Ich mag persönlich keine Blümchen. Das heißt für mich, wir brauchen mehr Hausmeister. Aber jetzt gerade läuft. Es läuft. Wir nehmen einfach mal den. Ist die Fortbildung abgeschlossen? Ja. Was machen wir denn Schönes? Allgemeinarzt wäre vielleicht mal nicht schlecht. Die zwei, nein, das sind beide Forschungsärzte, die möchte ich da reinziehen. Nehmen wir dann lieber die. Wie läuft's mit dem Disco-Fieber? Ja, da hat es leider jemand nicht geschafft. Ist immer noch disco-süchtig. Ein violetter Nebel des Wohlbehagens dringt durch die Poren von Krokenbusch. Dunkle Wolken unerfahrener Krähen versammeln sich für jährliches Mal über Fluttering. Und zu guter Letzt fluten die Tränen eines einsamen Clowns die Straßen von Grockle Bay. Ich weiß jetzt schon, bei dem nächsten Krankenhaus werden wir die größten Probleme haben. Ja, oh, wir haben es geschafft. Oder doch nicht. 2 von 7, wow. Ja, dann beenden wir mal dieses Krankenhaus. Ach, was soll ich über Flemington sagen? Mit seinen wundervollen Wintergärten, seinen prächtigen Herrenhäusern und seinen Herzögen, Baronen und Grafen. Nun, dass ich mir wünschen würde, das nötige Kleingeld zu haben, um dort zu leben. Aber ich schätze, es wird stattdessen auf einen Besuch hinauslaufen. Einen sehr kurzen und sehr teuren Besuch. Oh. Ja. Dann nächstes Mal geht's dann hier hin. Flemington. Das wird die Hölle. Das habe ich nicht geschafft, privat. Als wenn irgendwer Tipps hat zu diesem Spiel. Gerne. Sehr, sehr gerne. Haben wir viel gemacht. Schön. Wir haben jetzt auch schon echt viel jetzt, viele Krankenhäuser jetzt fertig. Hier unten dieses ganze Zeug. Ich möchte noch wissen, warum hier eine Hummel ist. Dann hier, hier und jetzt kommen wir zu denen hier. Es bleibt interessant. Ja, dann beende ich mal an dieser Folge, an dieser Stelle die Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder, wenn es in das übelst extrem schwere Krankenhaus geht, wo wir total versagen und ablosen werden. Und das einfach über 300 Folgen geht, bis wir endlich mal dieses Krankenhaus fertig haben, weil ich gebe nicht auf. Bis dahin. Tschüss.